Hallo, ich möchte diesen Vortrag mit einem Zitat von Altbundeskanzler Helmut Schmidt aus dem Jahre 1981 beginnen. Wir können nicht mehr Ausländer verdauen. Das gibt Mord und Totschlag. Wie gesagt, auf einer DGB-Veranstaltung von 1981 gesprochen von Helmut Schmidt. Auf mich machen Politiker von heute einen gechippten und ferngesteuerten Eindruck. Das ist vollkommen egal, aus welchem Land die sind. Auf jeden Fall tun die alles, aber deeskalieren und Bürgernähe sieht anders aus. In der Politik geschieht nichts zufällig. Wenn etwas geschieht, dann kann man sicher sein, dass es auf diese Weise geplant war. Ein Zitat vom US-Präsidenten Franklin Roosevelt. Die Regierungen machen sich über ihre Völker lustig, ganz besonders die nicht gewählte Brüsseler Bande, Beispiel TTIP. Totaler Terror illegaler Perverslinge. Wir haben einen extremen Fachkräftemangel in Politik, Bankwesen und Medien. Wo der Sinn aufhört, beginnt der Wahnsinn. Man kann auch Politik dazu sagen. Wir leben in einer Staatssimulation. Das gilt es zu verstehen und zu ändern. Die USA steht auch für United Stasi of America. Dies ist politisch korrekt, wenn man ehrlich ist. Dieser Flüchtlingsstrom ist gewollt, geplant, organisiert und wird durchgeführt. Jeder Politiker müsste 10 Flüchtlinge aufnehmen, jeder Lobbyist müsste 20 Flüchtlinge aufnehmen, jeder Bankster müsste 30 Flüchtlinge aufnehmen, jeder Adlige müsste 40 Flüchtlinge aufnehmen, dann kommt schnell Änderung. Wir wurden zu egoistischen Roboterwesen erzogen. Man könnte sagen, wie ein Soldat. Die aktuelle Definition eines Soldaten ist, soll ohne langes Denken alles tun. Solange es Feindbilder gibt, wird es Kriege geben. Überall Feindbilder. Und wo bleiben die Freundbilder? Sind wir doch mal ehrlich, wir wurden unverblümt verkohlt, geschrödert und ausgemerkelt. Möglicherweise auch von einer siebenfachen Mutter gemäht. Das gilt es mal zu begreifen. Und wir müssen die Menschlichkeit wieder neu erlernen. Demokratie ist nur ein Slogan aus der PR-Abteilung. Staat buchstabiert man heute so. Schulden, Teuerung, Abgaben, Ausbeutung, Täuschung. Wir befinden uns schon längst im totalen Krieg. Informationskrieg, Lebensmittelkrieg, Bildungskrieg, Wetterkrieg, Finanzkrieg, Naturheilmittelkrieg. Wir sind verdammt viele, welche meine Definition von NATO für politisch korrekt halten. Nordamerikanische Terrororganisation. Ich plädiere schon seit Jahren für eine weltweite Schulfach mit dem Namen Selbstversorgung. Wir alle müssen wieder lernen, Mensch zu sein. Die von früh auf eingeimpfte Gleichgültigkeit und Ignoranz den anderen gegenüber muss beendet werden. Hier sehen wir das Bild, was um die ganze Welt ging. Ein Flüchtlingskind ist am Mittelmeer ertrunken. Deutschland ist in tiefster Trauer. Das untere Bild, ein Kind im Donbass tot,
Deutschland überweist Geld für neue Waffen an die Ukraine. Alles Paletti. Wie hirnverstrahlt seid ihr eigentlich? Besser formuliert wäre, wie hirnverstrahlt sind wir eigentlich? Also ich bin für ganz andere Heime, nämlich für Politiker, Bankster und Mainstream-Journalisten. Dort besteht weltweit der größte Fachkräftemangel. Und die sind die Hauptverantwortlichen für jeden Asylanten. Für eine Politik des Friedens, für Zusammenarbeit und Völkerverständigung, gegen eine Politik der Konfrontation, gegen Sanktionen, gegen Faschismus und Rassismus überall auf der Welt, für eine ehrliche Presse, gegen lügende Medien,